Heute geht es um das neue Wundermittel Ozempic, das gerade aus den USA zu uns rüber schwappt. Die Abnehmspritze ist mittlerweile in Hollywood in aller Munde. Aber ist es wirklich die Abkürzung zur Fettverbrennung oder doch ein Gesundheitsrisiko? Ich konnte mit 5 verschiedenen Amerikanerinnen sprechen und möchte gerne ihre Erfahrungen mit euch teilen. Am Ende des Videos werde ich euch zeigen, wie ihr das Beste aus diesem Produkt für euch rausholen könnt. Viel Spaß! Ozempic erfreut sich in den USA großer Beliebtheit und mittlerweile schwappt es auch zu uns rüber. Auf TikTok zum Beispiel gibt es eigene Hashtags, die mittlerweile riesig geworden sind, wo Leute ihre Erfolge zeigen. Aber was genau ist Ozempic eigentlich? Ozempic ist in erster Linie ein Diabetes-Typ 2 Medikament. Und da müssen wir uns auch klar werden, dass jedes Mal, wenn wir dieses Medikament nehmen, um ein paar lästige Kilos loszuwerden, irgendein Diabetiker vielleicht nicht an seinen Ozempic kommt. Vor allen Dingen, weil es momentan international große Lieferschwierigkeiten gibt. Der Hauptwirkstoff von Ozempic ist Semaglutid. Semaglutid ist ein Rezeptoragonist von GLP-1, der im Magen hergestellt wird. Dieser erhöht die Insulinausschüttung und stimuliert das Sättigungsgefühl im Gehirn, wodurch wir abnehmen können. Ein Medikament zu sich zu nehmen, um seinen Körper zu verändern, ist immer eine Linie, die überschritten wird in meinen Augen. Und auch etwas, was ich nicht wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. So ähnlich ist das auch bei anabolen Steroiden, bei Bodybuildern zum Beispiel. Es muss jeder für sich entscheiden und hat bestimmt auch seine Berechtigung und jeder sollte das so machen, wie er möchte. Für mich war es halt nur wichtig, um das nachvollziehen zu können, weil ich es nicht an mir selber testen werde, dass ich mit Menschen sprechen kann, die dieses Präparat bereits genommen haben. Und ich habe sehr, sehr gute Kontakte in die USA und konnte mit 5 Leuten sprechen, die dieses Produkt jeweils im Schnitt von 3 Monaten genommen haben oder immer noch nehmen. Allerdings war keiner bereit, sich wirklich dahin zu stellen. Und da kommen wir in einen Bereich, der für mich noch interessanter war als alles bisherige. Es geht um mehr als nur um eine Spritze, die das Fett verschwinden lässt. Es ist eine sehr große psychologische Brisanz dabei, weil dieses Produkt ist halt nicht gerade günstig. Mit durchschnittlich 300 Euro bzw. 300 Dollar im Monat reden wir von 3.600 Euro oder Dollar im Jahr. Das ist also auch schon eine Weile. Da kann man sich schon einen Personal Trainer für holen und ins Fitnessstudio gehen. Oder seine Ernährung so gut machen, dass man wirklich einen Vorteil hat. Also was bringt die Leute dazu? Das war für mich unheimlich interessant. Und wie gesagt, ich konnte mit 5 Leuten sprechen. Es sind alles Frauen. Das war für mich sehr spannend zu sehen. Entweder es gibt keine Männer oder es gab keinen Mann zu. Selbst diese Frauen waren so, dass sie mir, ich hoffe, offen und ehrlich geantwortet haben. Aber auch die Brisanz dahinter war zu erkennen, weil es schon ein Schritt ist, den viele nicht machen wollten oder nicht zugeben wollten. Darum musste ich auch versprechen, ihre Namen nicht zu verraten, sowieso keine Bilder oder was Ähnliches zu zeigen, woran ich mich natürlich halte. Für mich war einfach diese Erfahrung sehr, sehr wichtig. Und natürlich beginnen wir ganz, ganz vorne und zwar ging es um die Motivation, das Ganze zu machen. Direkt von Anfang an, keine dieser 5 Frauen ist Diabetikerin, keine dieser 5 Frauen ist fettleibig, also obese. Alle haben so ein Gewicht zwischen 5 und 15 Kilo. Zu viel, das ist halt jetzt die Frage, darum soll es auch unter anderem in diesem Bericht gehen, mal festzustellen, was ist denn eigentlich zu viel, was ist denn realistisch. Aber wie gesagt, diese 5 Frauen hatten einfach den Druck, neben der Arbeit und neben der Familie und so weiter, noch ihre Figur zu verändern. Weil ich denke, oder ich habe festgestellt, dass gerade als Frauen man nochmal einen höheren Druck bekommt. Das ist tatsächlich so, das ist mir hier nochmal ganz, ganz, ganz klar geworden. Für uns Männer gibt es immer eine Figur, egal ob wir, wenn wir zu schwer sind, dann heißt es ja, Mann ohne Bauch ist ein Krüppel oder hast du tolle dicke Arme. Bei einer Frau gibt es eigentlich nur dieses Dünne und dann halt im Augenblick dieses Dünne, dazu total unnatürlich große Brüste und unnatürlich großen Popo, was so ja gar nicht machbar ist. Das heißt, für Frauen gibt es da gar nicht sehr viel Wahl. Also eine kräftige Frau ist in unserer Gesellschaft einfach nicht anerkannt. Und da kam, glaube ich, auch dieser Druck her, dieser Frauen halt etwas zu ändern und auch die Bereitschaft, ein Medikament zu nehmen, was ja nicht wirklich erforscht ist. Und diese Erfahrung möchte ich euch ganz gerne mit euch ganz gerne teilen. Also von vorneweg, es hat bei allen 5 funktioniert. Alle 5 hatten nach 24 Stunden, ich werde das Ganze jetzt mal so ein bisschen verallgemeinern,
und einfach nur von den Fakten sprechen. Ich habe einen Querschnitt von diesen 5 Erfahrungen gemacht und werde euch das, diesen Querschnitt, also die Sachen, die dann dadurch belegbar sind für mich, einfach mitteilen. Also dieses Produkt wirkt nach ungefähr 24 Stunden und zwar dadurch, dass man keinen Appetit mehr hat. Das klingt erstmal sehr cool, ist aber auf einer unnatürlichen Art und Weise. Am Ende des Videos werde ich euch zeigen, wie ihr zu diesem selben Zustand kommen könnt, ohne irgendwelche Medikamente nehmen zu müssen und auch in einer gesünderen Form, in einer angenehmeren Form. Hier bei dem Produkt ist es so, dass es Probleme gab. Zum Beispiel 3 dieser Frauen sind Mütter und kochen. Wie zum Beispiel, ich bin jetzt keine Mutter, aber ich koche auch. Ich koche momentan für meine Freundin und für meinen Sohn jeden Tag. Und jeder, der kocht und zu Hause, der selber kocht und auch für andere Leute kocht, weiß, man muss manchmal so ein bisschen Ideen haben, man muss ein bisschen Feeling haben. Hunger in einer gewissen Weise ist auf jeden Fall interessant, dass man sagt, okay, ich kann das hier ein bisschen länger machen oder ich mache die und die Soße dazu, das und das Gemüse. Kochen ist halt immer so eine Ideensache, wenn man halt richtig kochen möchte. Und das fällt weg. Es ist halt so, dass die Frauen mir gesagt haben, dass einfach das Verhältnis zum Essen komplett weg ist. Es ist teilweise sogar eklig, dieser Gedanke. Und das ist schon sehr, ich finde es persönlich sehr erschreckend. Gut, es ist so, dass ich sowieso sehr, sehr gerne esse. Aber das ist halt eine der Nebenwirkungen. Es gab jetzt keine gravierenden Nebenwirkungen wie extreme Übelkeit oder Schwindelgefühl, so diese Sachen, die bei diesem Produkt auftreten können. Allerdings war auch noch keine so lang dabei, dass es vielleicht auftreten musste. Alle werden oder haben zum Teil es jetzt auch schon abgesetzt. 2 haben es wirklich auch nur 3 Monate gemacht und sind schon 2 Monate davon weg. Aber dazu nachher mehr. Aber wichtig ist halt, wie gesagt, es wirkt und das Verhältnis zum Essen ändert sich. Es ist auf der einen Seite natürlich auch sehr befreiend, weil diesen Gedanken einfach mal aus dem Kopf raus zu haben, essen zu müssen und es dreht sich alles ums Essen, wie es zum Beispiel bei mir so ist, wenn ich morgens aufstehe, vielleicht kennt ihr das auch, morgens aufzustehen und zu denken, okay, wann gibt das erste Essen und was mittags dann zu sagen, okay, was esse ich, wohin gehe ich und so weiter, das ganze Leben oder ganze Tag dreht sich ums Essen. Und diese Zeit zu haben für andere Dinge ist schon wirklich ganz schön. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist Essen auch eine tolle Sache und sehr wichtig. Ich meine, das ist das, was uns antreibt. Und das wurde hier, wird im Prinzip durch dieses Medikament genommen. Die Ergebnisse waren sehr, sehr unterschiedlich. Abgenommen hat jede von ihnen zwischen 1 und 5 Kilo im Monat, was sehr viel ist. Wie gesagt, zwar keine so übergewichtig, es ist ja meistens so, umso mehr Körperfett ich habe, umso leichter kann ich auch höhere Zahlen abnehmen. Keine war jetzt dabei, die wirklich sehr, sehr, sehr viel abnehmen musste, also 50 Kilo plus oder was ähnliches. Und dann trotzdem 5 Kilo abzunehmen, ist schon gewaltig. Allerdings auch, es kann sehr, sehr stark schlauchen, das muss man dazu sagen. Also wenn der Körper so viel Gewicht abwirft, was er natürlich nicht will, er will ja das Gewicht halten, kann das Ganze relativ schwierig werden. Und wir sind natürlich da in einem Bereich, wo die Gefahr herrscht, dass man einfach auch die falschen Makros einspart. Das heißt, ihr mögt ja generell kein Essen mehr. Und wenn man dann wirklich anfängt, Eiweiß einzusparen, jeder, der meinem Channel so ein bisschen folgt, weiß, ich bin absoluter Verfechter von, egal was ihr macht, egal welche Ernährung ihr macht, das Eiweiß muss immer hoch sein. 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist das, was ich predige, was die neuesten Studien auch immer wieder belegen, dass es der optimale Wert ist, damit der Körper sich weiterentwickeln kann. Und wenn ich anfange, das einzusparen, komme ich halt auch in einen gefährlichen Bereich. Sowieso ist es für mich das Abgeben der Verantwortung, was ich in diesen Gesprächen herausgehört habe, eher gruselig. Weil interessant war, dass 3 dieser Frauen nicht geimpft waren. Sie haben sich nicht impfen lassen, weil sie nicht wussten, was in diesem Impfstoff drin ist, also Corona natürlich, was in diesem Impfstoff drin ist und wie die Langzeitwirkung ist, sind aber bereit gewesen, diese Fettwegspritze zu nehmen. Was ich sehr, sehr spannend fand, wo ich dann auch gefragt habe und auch überlegt habe, ob der Druck abzunehmen vielleicht größer ist als die Angst davor, krank zu werden und im Zweifelfall zu sterben. Oder man wusste ja am Anfang nicht, was Corona mit einem macht. Gut, Long-Covid kannte noch keiner, aber
Und ja, das wurde sogar bejaht. Also ich habe die dazu bekommen, dann darüber nachzudenken. Und es ist wirklich so, dass Abnehmen in vielen Bereichen so wirklich ein Tabuthema ist. Jeder sagt mal, oder fast jeder, den ihr kennt, der sagt dann, ha, ich würde gerne mal 2, 3 Kilo abnehmen. Aber wenn es wirklich ein Problem wird, spricht keiner mehr drüber. Das ist ein Tabuthema. Gerade bei Frauen. Ich hoffe, ich pauschalisiere nicht zu sehr. Wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, bitte gerne unten in die Comments schreiben, was denn anders ist. Aber gerade bei Frauen ist es so, dass nicht so öffentlich darüber gesprochen wird, wenn es wirklich darum geht, ein gewisses Ziel zu erreichen. Wenn eine Frau zum Beispiel sagt, boah, ich möchte jetzt 20 Kilo loswerden zum Beispiel, ist was anderes als dieses eventuell sogar Phishing für Kompliments zu sagen, ach ja, ich könnte ein bisschen flacheren Bauch noch bekommen. Und das ist halt, ja, wie gesagt, häufig wirklich erkennbar ein Tabuthema, was hier mit der Einnahme von Medikamenten, glaube ich, seinen Höhepunkt erreicht hat. Ja, wie gesagt, also es funktioniert. Es hat halt diese Nebenwirkungen. Das Verhältnis zum Essen ändert sich extrem. Die Lust am Essen ist weg, dadurch wird halt abgenommen. Weil es ist halt natürlich bei dieser Spritze, es ist ja nicht die klassische Fett-Weg-Spritze, die irgendwelche Fettzellen auflösen soll oder ähnliches, sondern es geht, wie bei fast jeder Ernährung oder jeder Diät, darum, einfach Kalorien einzusparen. Was ich hier dadurch mache, dass ich einfach weniger esse. Das, worauf es letztendlich immer hinausläuft, was letztendlich die Möglichkeit ist, abzunehmen. Das heißt, egal was ihr macht, es wird immer auf ein Kaloriendefizit hinauslaufen. Wobei hier auch mittlerweile festgestellt wurde, dass es Gene gibt, die unser Essverhalten beeinflussen. Und zwar nicht nur oder sehr, sehr wenig unseren Stoffwechsel, weil jeder kennt diese Menschen, die gefühlt jeden Tag alles essen können und nie zunehmen, sondern eher das Essverhalten. Und da gibt es jetzt auch wirklich schon sehr interessante Studien. Ich werde mal eine raussuchen und sie unten verlinken. Da gibt es sehr interessante Studien drüber, dass es genetisch bedingt ist, wie viel wir essen wollen. Na, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich könnte den ganzen Tag essen. Jeder, der meinem Kanal folgt, weiß, ich bin jemand, der sehr gerne Binge-Eating machen würde, könnte, jederzeit. Also dick werden wäre für mich kein Problem. Und das ist eine genetische Sache. Es wird immer gesagt, das ist eine Ausrede. Ist es aber nicht, weil früher wurde auch gesagt, dass man, wenn man dick ist, automatisch kein Selbstwertgefühl hat, ja, sich nicht zusammenreißen kann oder. Das ist nicht so. Man kann natürlich, also wie gesagt, ich bin, glaube ich, ein Beispiel. Ich wäre normalerweise fett, ich bin es nicht. Man kann schon viel erreichen, wenn man weiß, wie. Und das ist, glaube ich, das Schwierige dabei. Und warum auch diese Spritze gerade so erfolgreich ist, dass man hier die Möglichkeit hat, ohne irgendein Wissen, das heißt, ich setze mir einmal die Woche eine Spritze und ich nehme ab. Na, wie gesagt, ich möchte bitte keine Werbung für diese Spritze machen, ganz im Gegenteil. Ich bin sogar eher nicht davon überzeugt, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand den Druck so hoch hat, dass er sagt, okay, ich möchte gerne einfach mal loswerden, ich habe so viel versucht und ich schaffe es einfach nicht. Weil die Leute, die dünn sind oder die wie ich genug Biss haben, um da durchzukommen, die haben dann immer leicht reden. Aber es ist, jeder Mensch ist anders. Und das sollte man auch immer respektieren. Und ich würde nie jemanden vorwerfen, hey, du bist zu dick. Also das ganz und gar nicht, weil, wie gesagt, im Gegenteil, ich kenne dieses Gefühl, wenn man einfach ständig Hunger hat und ständig essen könnte. Und hiermit hat man halt die Möglichkeit, es komplett abzuschalten. Wie gesagt, am Ende des Videos gebe ich euch noch eine Möglichkeit, wie ihr ohne Tabletten dahin kommen könnt, weil es gibt die Möglichkeit, wirklich alles, was diese Tablette macht, also den Hunger abzuschalten und auch das Insulin zu beeinflussen, ohne Medikamente hinzubekommen. Und dabei ist eigentlich nur mal eine Woche lang starker Willen nötig. Gut, dann ging es natürlich so weit, was passiert, wenn ich es absetze? Und das war natürlich jetzt das Interessante. Und darum ist es auch, warum ich absolut gegen diese Spritze bin. Weil es dauerte ungefähr 3 Wochen, 3 bis 4 Wochen, dann war der Hunger wieder da. Und zwar nicht mehr als vorher oder ähnlich, aber genauso. Das heißt, dieses Essverhalten, was vorher da war, war dann zurück.
Und die Frauen sind auch tatsächlich auf ihr altes Gewicht zurückgegangen. Das heißt, sobald ich dieses Präparat aufhöre, was ja auch wirklich monetär ein großer Schritt ist, also 3.600 Euro pro Jahr kann ich jeder einfach gerade mal nebenbei noch aufwenden. Dann komme ich wieder dahin, wo ich war. Und ob es das dann ist, weiß ich auch nicht, weil ihr habt was erreicht, ihr habt euren Körper in einer Form belastet, die heute vielleicht auch noch keiner wirklich abschätzen kann. Aber ihr kommt halt auch wieder in ein, ja, ihr kommt wieder dahin zurück, wo ihr wart. Es ist halt ganz nett und es werden bestimmt zum Beispiel, wie das viele Celebrities machen, die halt sagen, okay, ich muss einen Film drehen, ich muss abnehmen und dafür mache ich das. Oder es, was auch einige Bodybuilder zum Beispiel nehmen, einige Profis und auch natürlich wie immer auch Amateure benutzen das zum Beispiel nach dem Wettkampf, um einfach nicht in diese Fressattacken zu kommen. Weil jeder, der schon mal auf der Bühne weiß, wenn dieser Druck wegfällt und die erste Mahlzeit danach hat, das schmeckt einfach göttlich. Und dann sagt der Trainer auch, okay, jetzt kannst du hochgehen, also jetzt gehen wir mit dem Gewicht hoch. Jetzt nutzen wir den sogenannten Rebound-Effekt. Der Körper ist dankbar für alles, was er bekommt. Und dann da nicht ins Fressen zu verfallen, nicht fett zu werden, ist schwierig. Und da benutzen manche wirklich diese Spritze. Gut. Ich denke, das ist im Bodybuilding-Bereich nicht mal das Schlimmste von dem, was genommen wird. Obwohl es für mich, wie gesagt, auch keinen Sinn macht, weil, wie gesagt, ich bin jemand, ich sage immer, ich spüre das gerne. Und ich kann halt, auch durch meine Erfahrung, kann ich halt diesen Hunger komplett abschalten, wenn ich will, über eine andere Methode. Okay, das waren jetzt so die ersten Informationen zu dieser Pille. Ich werde da dranbleiben. Möchte das ganze Video gar nicht zu lange werden lassen. Das Fazit dieser Spritze ist, es funktioniert, es ist aber endlich. Das heißt, ihr müsst euch überlegen, ob es euch wert ist, für kurze Zeit relativ viel Geld zu investieren, eventuell eine Schädigung in Kauf zu nehmen, die ja noch nicht ganz klar ist, weil gerade für Leute, die so ein bisschen abnehmen wollen, gibt es gar keine Studien. Es gibt halt nur Studien für Leute, wo es halt gerade um die Insulinresistenz geht, also um den Einfluss aufs Insulin. Für jemanden, der wirklich sagt, ich mache das aus Lifestyle-Figurgründen, da gibt es gar keine Statistiken drüber und das ist halt, denke ich, sehr spannend und sehr auch sehr schwierig und sehr gefährlich. Und ihr fallt halt hinterher wieder zurück und dann kommt natürlich auch so eine psychologische Variante dazu. Das kennt jeder, der schon mal zu- und abgenommen hat. Wenn man abnimmt, fühlt man sich generell gut. Aber wenn es dann in die andere Richtung geht, kann das halt auch genau gegenteilig ausschlagen. Und das ist halt, ja, man kann auch nicht wirklich was dagegen machen, weil man hat ja nichts geändert, außer sich eine Spritze gegeben. Das heißt, ihr wisst nicht, wie man besser isst, ihr wisst nicht, wie man besser Sport macht, ihr wisst nicht, wie man besser schläft, wie man besser trainiert, irgendwas. Ihr habt euch einfach nur eine teure Spritze gesetzt. Schwierig. Ich persönlich würde euch abraten. Gut. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema. Das Ganze könnt ihr auch auf normalem Weg erreichen. Und zwar, auch die mich kennen, die werden es wissen, durch die ketogene Ernährung. Natürlich. Wenn ihr es schafft, euch eine Woche ketogen zu ernähren, also richtig ketogen zu ernähren. Auch da habe ich ein Video, das verlinke ich euch hier mal. Also wenn ihr es schafft, eine Woche lang das durchzuziehen, den Willen müsst ihr haben, eine Woche lang, dann und ihr kommt in die Ketose. Und in dieser Ketose ist halt das Schöne, man hat keinen Hunger mehr. Also ich war da jahrelang. Das ist schon sehr interessant, wenn man dann zu diesem Zeitpunkt oder wenn man zu diesem Stand kommt, dass man sagt, stimmt, ich muss ja noch essen. Darum habe ich diese Frauen auch verstanden, als sie gesagt haben, okay, bei der Spritze so und so ist das gefühlt. Ja, das verstehe ich kenne das. Ich habe es nur halt ohne Spritze erreicht. Und auch dadurch, dass man halt in der Ketose, in der ketogenen Ernährung die Kohlenhydrate auf 20 bis 50 Gramm am Tag absenkt, schützt der Körper auch kaum noch Insulin aus. Das heißt, auch der Einfluss aufs Insulin ist ähnlich wie bei dieser Spritze. Wie gesagt, ähnlich. Es ist halt, sagen wir, das Endergebnis ist gleich. Diese Spritze, wie ihr am Anfang gesehen habt, macht schon noch ein bisschen was anderes. Aber ihr könnt dadurch dasselbe erreichen und ihr nehmt sehr schön ab. Der Vorteil ist, es kostet euch gar nichts. Das heißt, es ist vollkommen umsonst. Ihr spart sogar einfach noch am Essen. Das heißt, bei der Spritze ist es ja so, das, was ihr an Essen spart, gebt ihr im Zweifel halt wieder für diese Spritze aus. Bei der ketogenen Ernährung spart ihr euch das und ihr könnt es so lange machen, wie ihr wollt. Und ihr seid hinterher noch gesünder, weil
Ich mache momentan halt keine ketogene Ernährung, aus Gründen, die ich auch schon mal hier auf dem Channel genannt habe, worum es jetzt auch nicht gehen soll. Aber für die Gesundheit, denke ich, gibt es in meinen Augen kaum etwas Besseres. Oder wenig, ganz, ganz wenig. Das heißt, ihr würdet euch auch noch den Gefallen tun und werdet hinterher auch noch gesünder. Nicht nur, dass ihr abgenommen habt, nicht, dass ihr das ewig lang machen könnt, sondern ihr seid hinterher auch noch gesünder. Und ich denke, das ist auf jeden Fall das Bessere, der bessere Weg. Gut, ich danke euch vielmals für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gehabt. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt, gerne unten in die Comments schreiben. Falls euch dieser Content gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, die Glocke aktivieren oder sogar den Channel abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut.